Maschinenraum hier drüben ist noch verschlossen. Da können wir doch mal hier rein. Neue Gegenstände verfügbar. Abfallsucher Ripper. Was ist das denn? Wärmespeicher. Kinetische Ladeautomatik. Abfallsucher. Oh, okay, ich muss die Upgrades kaufen. Für die Waffen. Die Frage ist, welches Upgrade... Ah, hier, Plasma-Cutter-Upgrade, Impulsgewehr-Upgrade. Und Ripper-Upgrade, okay. Ich spare mir erstmal meine Credits. So, wie es aussieht, muss ich jetzt zur Zentrifuge. Durch den Aufzug durch, ja, alles klar. Warnung! Die Kontaminierungsraum. Oh nein. Oh nein, PTSD. Ich habe direkt posttraumatisches Stresssyndrom davon. Freigabe bestätigt. Ja komm, Zerfall. Warte, ich helfe dir mal. Okay. Da ich gleich weiß, was da drin los ist. Ein bisschen verstärken in den Raum legen.
und die Kapazität von Plasma Cutter erhöhen. Das so, bin ich das, aber das sieht auch der Plasma Cutter ein bisschen verändert aus. Oh, 18 Schuss. Nice. Okay. PTSD-Raum, los geht's. Geduld. Ich war eingesperrt mit Monstern. Ich bin nicht für dekontaminiert. Und der Raum ist es auch nicht mehr. Gib mal mir Effekt, bitte. Oh no. Yay! Die haben den Knotenpunkt hier behalten. Oh, Alter! Ich sehe das jetzt, da sind teilweise menschliche Skelette drinne. Das ist eklig. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Hallo? Anscheinend nicht. Wegen mir fehlen hier noch ein paar Viecher, würde ich sagen. Ich meine, die Leiche vom Captain war eigentlich im Originalteil immer ein Leviathan, also Leviathan, nicht ein Leviathan. Ein Elite-Gegner gewesen. Oh. Oh nein. Okay.
speichern. Neuer Speicherpunkt, jawohl. Schwerelosigkeit aktiviert. Warnung. Zentrifuge offline. Generatormodul bitte manuell anbringen. Und die Geräusche, wenn man läuft. Das Teil hier sieht noch ekliger aus als vorher. Wie hast du die Explosion überlebt, bitte? Nein, sag mir nicht, man muss durch zwei durchrennen. Das ist nicht cool. Ich glaube, ich muss dem Hammer zweimal ausweichen, kann das sein? Zentrifuge aktiviert. Gleichgewicht mit tektonischer Ladung wiederherstellen. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Ich bin zu spät losgelaufen, ich werde sterben. Yep, ich bin tot. Ich bin zu spät losgelaufen.
hätte nicht laufen dürfen. Das war voll der Hammer. Ist ja gut, ich gehe mich schon um. Ich erledige mich schon selbst gleich. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? In die Beine, in die Hand. Die Zentrifuge. Die Zentrifuge. Zu langsam, glaube ich. Viel zu langsam. Wieso bin ich so langsam? Was mache ich falsch? Okay, was mache ich falsch? Ich muss doch nicht der Zentrifuge entgegenrennen, oder? Das wäre doch Bullshit. Zentrifuge ist wieder online. Ist voll langsam. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Warte, kann ich die Zentrifuge verlangsamen? Ich glaube nicht. Okay. Oh fuck. Okay, warte. Ich tank nochmal Luft. Weil ich habe keine Ahnung, wie weit ich da. Wie die Luft reicht. Jetzt nochmal runter und dann geht's los. Okay, nee, das reicht nicht. Okay, warten. Dritte. Oh fuck. Renn zurück. Dieses. Okay, Moment. Kann ich die irgendwie verlangsamen? Ich muss ja irgendwie zurückrennen. Und der Zentrifuge entgegenrennen kann nicht die Lösung sein, weil das schafft man nicht. Die kommt schon wieder. Verdammt! Was ist denn das? Hä? Was mache ich falsch hier? Gerade so verwirrt. Hier entgegenrennen wird nichts bringen, glaube ich. Weil dann mache ich es nur schlimmer. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Der Weg darüber ist auch soweit. Muss ich vielleicht doch? Ich muss hier entgegenrennen. Oh mein Gott, okay. Das ist weird, aber da ja laut. Okay, warte, ich renn wieder zurück. Habe ich ein Luftpaket?
Stopp-Paket. Safe, safe. Okay, es ist definitiv weird, da ich der Zentrifuge entgegenrennen muss. Aber okay. Jetzt will ich auch wissen, was hier hinten ist. Nichts. Okay. Okay. Ich wusste einfach, was passiert. Das Schädel in den Krallen. Das sind Schädel in den Krallen. Okay, das mit der Zentrifuge war fies, weil vorher musste man immer vor ihr wegrennen. Wieso musste man ihr entgegenrennen, die sind irre. Okay, Zeit für ein weiteres Upgrade. Mach das letzte Kapazitäts-Upgrade. Dann sollte ich es auch wieder Plasma-Cutter-Munition haben. Und dann brauche ich noch Schadens-Upgrades und dann sollte es passen. Dann gibt es Anzug-Upgrades. Freigabe bestätigt. Irgendwie haben sie das beibehalten. Wenn man ein Upgrade macht, ist auch die Kapazität wieder, also dass der auch die Munition wieder aufgefüllt haben, wird. Das finde ich super. Das Treibstofflager ist entriegelt. Du kommst jetzt in den Maschinenraum. Nice. Gut gemacht, Kendra. Medipack, jawohl.
ich hier lang, ne? Jupp. Schwerelosigkeit aktiviert. Was ist das hier? Ich habe die Sicherheitsdateien geknackt. Sie war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord, als hätte man es geplant. Warte. Der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Und deswegen sollte man immer einen Hacker dabei haben. Der mich nicht hackt. Runter. Oh, noch schlimmer. Was ist denn hier passiert?